Und zwar wird bei mir im Geschäft ja bald ein Raum frei und steht dann praktisch ja zum Mieten zur Verfügung. Und ich wollte euch jetzt einfach gerade mal zeigen, wie es hier so aussieht. Ja, hier kommt man rein. So sieht's im Moment noch aus. Ich mache einmal den Rundumblick und lasst euch nicht irritieren. Wie gesagt, der Raum wird erst frei. Das kommt alles hier noch raus. Aber dass ihr mal eine räumliche Vorstellung habt und auch von der Aufteilung, es sind einfach 50 Quadratmeter Kellerraum, wie gesagt, aber sehr sauber, sehr gepflegt gemacht. Hier haben wir die Heizung. Mini, mini, mini Abstellräumchen. Ja, hier die ganz regulären Kellerfenster haben wir drin. Auf der anderen Seite hier gegenüber auch nochmal. Und ihr seht aber, es ist relativ sauber. Der Boden ist betoniert. Und auch dadurch, dass die Wände hier bis zur Hälfte hoch schön verkleidet sind, hat es schon mal einen angenehmen Charakter. Sage ich jetzt mal, jetzt nicht unbedingt als klassischen Büroraum geeignet. Hier war zum Beispiel eine Verpackstation, aber man kann hier wirklich ganz, ganz schön viel draus machen. Ja, wenn du auf der Suche nach einer geeigneten Räumlichkeit für dein Projekt bist oder wenn du jemanden kennst, der auf der Suche nach einem Raum ist, dann meldet euch doch gern bei mir. Eine Besichtigung vor Ort hier live ist natürlich auch noch möglich, gerade auch um noch offene Fragen und Details zu besprechen und zu klären. Sehr, sehr gerne. Und es muss auch nicht unbedingt ein Gewerbe sein. Es kann auch genauso gut jemand sein, wenn du jetzt sagst, privat, du hast ein Hobby, was du ausübst und brauchst da einfach viel Platz dazu. Keine Ahnung, du bist kreativ unterwegs und malst gerne und brauchst einen Kreativraum oder du töpferst gerne und brauchst hier einfach Platz, um dich kreativ auszuleben. Ist es genauso in Ordnung, wie wenn jemand sagt, ich stelle irgendwelche Dinge gewerblich her und brauche einfach einen Raum. Wir haben ja Zugang zu Wasser, zu Strom. Wie gesagt, das ist alles vorhanden. Gemeinschafts-WC, kleine Küche ist im Haus auch noch vorhanden, die wir uns miteinander teilen. Und wo sich es natürlich auch sehr gut dafür eignet, ist jetzt zum Beispiel, wenn du ein Verein in einem Verein bist oder eine Organisation und ihr seid noch auf der Suche nach einer Räumlichkeit, wo ihr eure Vereinsmeetings, eure Treffen, eure Besprechungen halten könnt, dann ist sowas hier natürlich auch genau das Richtige. So, ich habe jetzt gerade mal die Etage gewechselt, weil ich möchte dir jetzt noch kurz zeigen, warum ich als Mieterin hier die Auswahl des neuen Mitmieters treffe. Weil, wie gesagt, ich bin hier selbst auch zur Miete und zwar habe ich hier im EG praktisch meinen Beratungsraum für Hautpflegeberatungen, für Schminkkurse, für Coachings, für Ausbildungen neuer Visagistinnen und so weiter. Also das befindet sich hier im EG und das hier ist sozusagen der Durchgangsraum. Und gerade weil das hier der Durchgangsraum ist, haben meine Vermieter mir die Auswahl des neuen Mitmieters überlassen. Ich drehe jetzt gleich mal die Kamera um und zeige dir, wie das hier aussieht, dass du einfach ein kleines Gefühl dafür bekommst, ja, wie es aufgemacht ist. Und wie du dann auch zu möglicherweise deinem neuen Raum gelangst, dann kann man sich's einfach ein bisschen besser vorstellen. So, und zwar, wenn man hier zur Eingangstür reinkommt, wir haben übrigens auch ein wunderschönes Schaufenster, wo man, wenn man gewerblich was macht, sich hier auch austoben kann und was ausstellen kann. Aber hier ist es praktisch, ja, das ist der Eingang. Du siehst, ich habe jetzt im Moment hier meinen kleinen Weihnachtsbazar von meiner Kosmetik aufgebaut. Und hier ist praktisch ja mein Arbeitsplatz. Und zu deinem neuen Raum würde es dann praktisch hier durch diese Tür nach unten gehen. Die ist abschließbar. Hier Treppe nach unten. Da wäre dann praktisch einmal dann der Weg. Und genau deshalb ist es mir eben wichtig, dass das Ganze hier passt, ne? Die Ansicht kennst du jetzt schon von gerade eben. Ja, und genau deshalb ist es mir eben sehr wichtig, dass das Ganze zwischenmenschlich passt, auch um später zur Gemeinschaftsküche und zum WC zu gelangen. Ist es nämlich auch so, dass du ja dann auch hier da durch mein bei mir am Arbeitsplatz praktisch durch musst, um dann hier ins WC zu kommen und um hier praktisch nach oben in die
obere Etage, zu unserer Gemeinschaftsküche zu kommen. Genau, deswegen erfordert das Ganze auch manchmal ein klein bisschen eine Absprache, je nachdem, wenn ich eben mit Kundschaft hier bin, dass man einfach so ein bisschen sich abspricht mit seinen Terminen, gerade auch, falls du auch Kundenverkehr hast. Aber bis jetzt hat es immer wunderbar geklappt. Im Obergeschoss sind auch noch zwei ganz, ganz liebe, nette Geschäftspartnerinnen, sage ich jetzt mal, die auch eine coole, ganz andere Art von Business betreiben. Und ja, egal, was du für eine Idee hast, wofür du den Raum gerne nutzen möchtest, schreib mich einfach an oder melde dich gern bei mir. Wir können das sehr, sehr gern besprechen und einfach schauen, ob es passt. Wie gesagt, auch eine Besichtigung hier live vor Ort ist überhaupt gar kein Problem. Sollte jetzt vielleicht irgendwas sein, was halt sauber ist, was halt keinen Dreck hier verursacht, wenn man durchläuft, das wäre vielleicht noch wichtig. Oder sowas wie, ja jetzt Hundefriseursalon würde jetzt auch nicht so unbedingt passen. Aber ansonsten ja, bin ich da offen für alles. Und man kann über alles einmal sprechen und brainstormen. Ich freue mich auf deine Anfrage und schicke dir ganz liebe Grüße.